Hallo allerseits und willkommen zum neuen Video. Das ist eine VA für den Frank Supracor. Er wollte unsere schönsten, liebsten und teuersten Messer wissen. Eigentlich wollte er Klappmesser Geschichten wahrscheinlich hören. Ja, ich bin aber, obwohl ich viele Klappmesser habe, ja, mental oder seelisch verbandelt eher mit den Fixed-Messern. Und da sehen wir meine drei, ja, schönsten, liebsten und teuersten Messer. Und ganz ehrlich, es tut mir leid, ich kann die Frage so nicht beantworten, zumal er wollte ja Klappmesser wissen. Aber okay. So, Frankie, also, ich weiß gar nicht, ob du die Ansprache Frankie haben willst. Das Schönste, das Liebste und das Teuerste. Also das scheidet schon mal aus in Reihe schön und teuer. Dann hat mir mein Opa, das ist ein Victorinox Barton, ein ganz altes, hat mir mein Opa gekauft, als ich geboren wurde, genau an dem Tag. Ja, ist halt mein liebstes, wirklich allerliebstes Messer. So ein ganz altes, ohne Fangriemenöse, ohne irgendwas. Altes Cross Shield. Naja, gut. Das teuerste und schönste. Ich kann mich nicht entscheiden. Das sind alles meine. Das sind meine drei Lieblingsmesser. Ich muss dazu sagen, okay, das scheidet halt unter das Schönste und Teuerste aus, aber das ist mir das Liebste, das Allerliebste. Und die kommen in Bezug auf das Schönste, sind beide gleich. Das hat mir der Christoph gemacht. Hat da sehr viel Arbeit reingesteckt und hat es mir geschenkt. Ja, nicht Nachbau, eine verbesserte Version vom Dave Canterburys ja, Pathfinder Scout. Wenn er im Hintergrund krach hört, sorry, hier im Nebenhaus wird gebaut, gemacht, getan. D2-Stahl, Ahorn-Griffschalen, verstärkte Ahorn-Griffschalen. Ein Brecher von Messer, wie für meine Hand gemacht. Ich liebe das heiß und innig. Da brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich liebe es halt. Echt, also deshalb heißt das auch Moustache in Anlehnung an ja, Schnorres Moustache, Schnurrbart. Dann haben wir hier, das ist das helle Thema oder Hella. Temagami, man kann es noch ganz schlecht sehen. Das ist wohl eins meiner benutztesten Bushcraft-Messer. Das hat mir Frau Brehm, also meine Frau, mir, ich glaube, vor 2 Jahren zu Weihnachten geschenkt. 2 Jahre? Naja, Dezember oder Weihnachten 2013. Ja, zu Helle muss ich eigentlich auch nichts sagen. Ich habe es noch ein bisschen modifiziert. Ich habe den Fingerguard hier weggemacht, weil mich das genervt hat, dass beim Schneiden immer mein Zeigefinger hier reingedrückt hat. Habe ein bisschen gekokelt. Finde, sieht wesentlich schöner jetzt aus. Liegt bombastisch in der Hand. Ausgerechnet jetzt habe ich, ach doch, ich habe eigentlich immer ein bisschen Holz in der Gegend rumliegen. Ja. Hat sie mir, ja, die hatte mal auf Facebook ein Posting von mir gesehen und da habe ich dann nur zugeschrieben, ein Traummesser, und dann hat sie es mir zu Weihnachten geschenkt. Guck mal hier, was für ein Löckchen. Deshalb ist das mit eins meiner Lieblingsmesser. Guck mal hier. Das vom Christoph macht genauso schöne Löckchen.
Wunderbar. Im Prinzip, Frankie, ist deine Frage relativ unfair, weil man degradiert ja praktisch andere Messer zu nicht so schönen, nicht so lieben Messern. Sachlich ist das mit dem teuersten Messer natürlich richtig. Ich könnte auch das hier jetzt nennen als das teuerste, weil das ist für mich unbezahlbar. Ja, was soll ich sagen? Das sind meine drei liebsten, schönsten und teuersten Messer. Die haben alle gleich denselben Stellenwert. Alle lieb ich. Wie verrückt. Und warum ich jetzt hier so eine blaue Decke benutze. Das ist als kleiner Seitenhieb an den Christoph. Jung. Finger ist noch dran und Messer hat es auch überstanden. Tschüss, Matthias, schwenkt den Hut, tschüss, hör ab und schwenkt dich ab.